Ja, herzlich willkommen. Ähm, wir freuen uns, dass äh, dass Sie und ihr hier seid. Ähm, wir freuen uns ganz besonders, dass wir äh, die äh, Kunstkennerin, Kunsthistorikerin, Kulturvermittlerin Anke von Heil ähm, heute hier haben zu dieser Gesprächsrunde und äh, die bildende Künstlerin Janette Perbrünen vom Kunstzentrum Wachsfabrik. Ähm, ja, kurz zum Ablauf heute. Ähm, ähm, es wird so sein, dass ähm, die beiden sich in drei Blöcken unterhalten. Zu jedem der Blöcke ähm, sammeln wir die Fragen online und dann auch von Ihnen und ähm, werden die nach den Blöcken ähm, bearbeiten. Und am Ende gibt es noch eine Diskussionsrunde, die wir dann aber nicht mehr aufzeichnen. Und ähm, bis zur Diskussionsrunde werden wir alles aufnehmen und dann auf YouTube danach verfügbar machen. Ja, dann übergebe ich auch schon das Wort und freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch. <laughs> vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lena, für die Einladung. Ich hoffe, es ist an, ne? man hört mich hier sowieso, trägt die Stimme ja, aber nach draußen an die Geräte muss man vielleicht dann über... Das Mikrofon gehen. Ich fange mal an, äh, nehme mal den Ball von der Lena auf. Ähm, du hast uns ja schon angekündigt. Ich glaube, Janette, äh, wir werden uns gleich auch noch mal so ein bisschen im Verlauf unseres Gespräches äh, vorstellen. Ähm, wir haben ja heute das Thema Frauen in der Kunst, auch im Kunstbetrieb gewählt. Und ähm, nächste Woche ist äh, der Weltfrauentag. Also passt das genau jetzt in diese Zeit. Und ähm, wir haben uns überlegt, was, äh, das ist natürlich ein komplexes Thema, man kann da so viel dran äh, erzählen und, und diskutieren und auch vielleicht philosophische Dinge auftun. Ich setze sehr darauf, dass vielleicht auch äh, aus dem Publikum noch die ein oder andere Anmerkung kommt, dass ihr, dass sie äh, sagen, aus meiner Sicht habe ich das so erlebt. Ähm, wir sind jetzt beide aus unterschiedlichen Zusammenhängen in der Kunst, in der Kultur tätig. Das fügt sich, glaube ich, heute ganz schön zusammen. Wir haben uns überlegt, dass wir so ein bisschen gucken wollen, welche Künstlerinnen uns vielleicht auch zu diesem Thema sofort in den Kopf gekommen sind, was wir vielleicht so ein bisschen teilen wollen. Da haben wir direkt auch jetzt noch ein bisschen umgeswitcht heute aus Gründen. Da sage ich gleich noch was dazu. Und dann wollen wir uns tatsächlich mal so ein bisschen mit dem Kunstbetrieb beschäftigen. Das ist ja so ein Ökosystem, was ganz interessant ist, auch äh, zu beleuchten, auch die Frage zu stellen, welche Rolle spielen Frauen in diesem Ökosystem. Und am Ende möchten wir auch wirklich mal so tatsächlich persönlich werden. Die Frage, was. Bedeutet es als Frau eben auch erfolgreich sein zu wollen? Ähm, wie sind da vielleicht auch persönliche Erfahrungen? Was sind Hürden jetzt nicht nur vielleicht im Kunstbetrieb? So, ne? Jeanette hatten wir uns genau. das überlegt. Hm. Ähm, vielleicht ganz kurz zu mir noch, und dann kannst du vielleicht ganz kurz noch mal ein paar biografische Sachen äh, zu dir sagen. Ich bin Kunsthistorikerin. Ich habe in Köln studiert Kunstgeschichte und arbeite jetzt vor allem in der Kulturentwicklungsplanung, also mache gar nicht mehr so viel Kunstgeschichte. Früher habe ich viel auch an den Museen hier äh, in Köln gearbeitet, viel Kunstvermittlung gemacht, äh, kenne natürlich äh, viele Künstlerinnen, die Janet, aber wahrscheinlich noch viel näher dran an wirklich der Kunstproduktion. Ich bin jetzt da so ein bisschen weiter aber es ist vielleicht ja auch mal interessant nochmal von außen auf diese ganze sache zu gucken vielleicht magst du jetzt kurz was zu dir sagen? genau ja also ich habe auch jetzt nicht den super geraden klassischen weg als künstlerin gewählt sondern relativ äh, kompliziert mein leben ähm, sozusagen aufgebaut also habe ähm, eine ausbildung gemacht äh, auch im bürgerhaus stollwerk von einem künstler kölner schule von malerei hatte der gegründet und äh, habe nebenher noch eine ausbildung gemacht habe in der kunstversicherung gearbeitet war dann noch mal in der alanus hochschule ähm, Berufsbegleitend quasi in der Ausbildung gemacht, war lange 16 Jahre, glaube ich, mit einem Bildhauer verheiratet. Kann also daraus berichten, wie es ist, in einer Künstlerehe zu leben. Und habe Kinder bekommen und habe dann ähm, parallel mir mein Kunstbusiness aufgebaut und mache seit 2003 Ausstellungen und ähm, habe dann zunehmend mehr davon leben können und seit 2010 bin ich das quasi hauptberuflich habe dann auch angefangen mich sehr einzusetzen für dieses Kunstzentrum in dem ich lebe mittlerweile auch lebe Erstmal nur mein Atelier hatte und ähm, habe mich auch sehr bemüht, in Kunstkommunikation, also ähm, andere wieder einzubringen, eine Gemeinschaft aufzubauen, nach draußen zu treten und was ähm, ja, präsentieren zu können. Und das ähm, war ein recht aufwendiger Weg, kann ich sagen. Man, als Frau, man sagt ja oft, Frauen müssen immer ein bisschen mehr arbeiten, kann ich bestätigen, <laughs> um das irgendwie hinzubekommen. Und ähm, genau, ich wollte noch sagen, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns nämlich über den Kulturgenerator kennengelernt. Anfang der Corona-Zeit äh, war ja diese, dieses Vakuum, man durfte nicht mehr ausstellen, alles war geschlossen, dieser Lockdown. Und äh, da haben wir auch Lena kennengelernt, Lena Felde. Und wir haben uns alle engagiert, um eigentlich ein äh, Spielexperiment, wie, wie, wie haben wir das genannt? Ja, es war kompliziert. Wir wollten ein solidarisches. Ähm, eine solidarische Plattform aufbauen, wo Künstler und Künstlerinnen ihre Kunst einstellen können, und zwar auch Musik, ku bildende Kunst und so weiter, und verkaufen und der Erlös nachher dann geteilt wird und umgelegt. Da, darüber haben wir uns quasi kennengelernt. Und es ist schön, dass, ähm, dass jetzt dieses Gespräch daraus entstanden ist, finde ich. Freue ich mich drüber. Dankeschön. Genau. Ich glaube, da kommen wir auch am Ende noch mal hin, wenn es so um diese persönliche Frage geht, was äh, einen eventuell auch weiterbringen können, denn äh, Netzwerken und sich mit anderen zusammenzutun ist äh, ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber was du jetzt gesagt hast, dieses Damals, ist ja schon wieder damals, ne, als dieses Corona äh, anfing ähm, und diese, diese Idee, solidarisch sein zu wollen und sich nicht zu fragen, so wo ist der nächste Geldtopf, der unsere Arbeit bezahlt, sondern einfach mal zu sagen, das ist auch toll, das Digitale, und heute weiß nicht, haben wir ja auch die Möglichkeit, eben äh, Leute vor Ort zu haben. Das finde ich auch wieder sehr schön, aber eben auch. Ähm, Unkompliziert, vielleicht Leute von draußen an den Bildschirm reinzunehmen. Und da hatten wir die Möglichkeit, uns immer so in regelmäßigen Abständen zu treffen, um eben zu überlegen, wie können wir im Moment Hilfe leisten. Und genau jetzt befinden wir uns wieder in so einer Situation. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen eigentlich. Bevor wir jetzt vielleicht so in die Frage auch, was lehrt uns denn die Kunstgeschichte? Ja, wo erkennt man da bestimmte Muster? Welche KünstlerInnen haben uns irgendwie immer schon in dem Zusammenhang äh, inspiriert? Äh, der Frage, wo ist die Rolle der Frau in der Kunstgeschichte? Ähm, ist vielleicht jetzt auch die Zeit zu fragen, so was ähm, Berührt uns jetzt gerade, ja, was wir mitkriegen. Alle sind, glaube ich, sehr stark auch emotional äh, in diesen Zeiten mit Gedanken bei der Ukraine. Und ähm, deswegen haben wir uns überlegt: Wir wollen einfach einen Fokus mal auf Künstlerinnen aus der Ukraine setzen. Ich ähm, habe gerade, weil es auch so ein sehr trauriger Anlass ist mir ähm, eine Künstlerin rausgesucht, die es wert ist, dass man sie noch mal genauer anschaut. Das ist Maria Prymachenko. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die schon mal ähm, von ihr gehört hat. Ähm, sie ist schon verstorben. Sie ist Jahrgang 1909. Eine Künstlerin, die zu Beginn ähm, des 20. Jahrhunderts, also oder in den 30er Jahren, sehr bekannt gewesen ist. Es gab auf der Weltausstellung 1937 eine Goldmedaille, das waren ja so die Auszeichnungen damals. Für sie Picasso hat sie sehr geschätzt. Sie gehört ähm, zum Primitivismus, also hat sehr starke, farbige ähm, so Bilder gemalt, die ja ich würde fast so spontan sagen, sie ist eine ukrainische Frida Kahlo. Gibt ganz viele interessante Parallelen. Ja, die hat auch eben äh, so Betracht, betrachten getragen, bestickte äh, Kleidung gehabt und hat sehr, ja, schon fast so ein bisschen surreale Bilder gemalt. Ähm, es lohnt sich da, ihr mal zu folgen, äh, also vielleicht mal zu googeln, ne? zu gucken, wer, wer das ist. Maria primachenko ähm, Und ich fand es interessant, ich habe nämlich wirklich dann gegoogelt, weil ich mitbekommen habe, das ist ein trauriger Anlass, dass ähm, ihre Werke, die in einem Museum in Ivankiv ausgestellt waren, zerstört wurden. Ja, da gab es ein. Äh, das muss man sich auch vorstellen. Das muss ich jetzt an dieser Stelle wirklich auch mal äh, so politisch werden. Das ist eben dieser, äh, diese Aggression, die da in der Ukraine. Stattfindet, die betrifft Museen, die werden zerschossen und Bilder von Maria primachenko sind unwiederbringlich verloren gegangen, die dort äh, in der Stadt Ivankiv ausgestellt waren. 20 ihrer Bilder waren da zu sehen. Das ist äh, ein Drama, was mich dann dazu gebracht hat, zu googeln, zu sagen: Wer ist die? Die war mir bisher auch nicht untergekommen. Und dann stelle ich fest: Es gibt so gut wie nichts über sie. Ja, Wikipedia-Artikel, da steht dann tatsächlich eben im Februar 2022 sind 20 ihrer Bilder. Also das, das hat mich so äh, schockiert. Und das ist auch etwas, was wir vielleicht auch noch mal in den Blick nehmen sollen. Es gibt immer mal wieder Aktionen von Wikipedia, die ich ganz großartig finde, wo gesagt wird: Komm, lass wir mal zusammen die Wikipedia mit Künstlerinnenbiografien füllen. Ja, weil da fehlt es das ist bis heute immer noch an vielen stellen sind da Leerstellen wichtige Künstlerinnen die sind eben wie diese Maria Promatschenko, ich habe dann versucht irgendwie noch woanders äh, an Informationen ranzukommen viele sind dann auf Russisch gewesen die ich natürlich nicht entziffern konnte aber das wäre zum Beispiel auch mal eine Sache wo man sagt okay dafür sorgen wir jetzt mal dass vielleicht der Wikipedia eintrag von ihr auch noch mal ähm, ja, angereichert wird. Das, also, das ist so wirklich so auch so eine ganz typische Geschichte, dass man sagt, es gibt zu wenig Wissen über Künstlerinnen, die beispielsweise in der Avantgarde, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg, hat die ausgestellt, in der ganzen Welt. Ja, man kannte sie weltweit, sie war eine dieser primitiven Künstlerinnen, aus deren Kunst sich solche Männer wie Picasso unheimlich viel gezogen haben, ja Inspiration. Und heute, wer kennt sie? Also, das wäre jetzt auch noch mal in diesem Zusammenhang aus Gründen ne? Fokus auf die Ukraine. Aber da kann man auch noch mal sehen, wie äh, eben wie, wie viele Leerstellen in der Kunstgeschichte es bis heute gibt. Und Jeanette hat, glaube ich, auch noch mal einen ja. Anlass bedingte. Genau, ich habe mir dann eine Künstlerin rausgesucht, die finde ich sehr mutig ist, weil jetzt ähm, haben ja Künstler und Künstler in der Ukraine auch natürlich diese Entscheidung zu treffen, bleiben wir vor Ort oder flüchten wir, retten wir unser Werk oder setzen wir uns für die Menschen vor Ort ein und setzen uns mit den Geschichten auseinander, die jetzt entstehen und die ja schon entstanden sind. Und ich habe mir die Künstlerin äh, Aleftina... Giese rausgesucht, die eine der bekanntesten der Ukraine ist und die seit 2014 sich schon mit dieser Aggression die dort äh, in der Krim stattgefunden hat und ja weiterhin stattfindet, auseinandergesetzt hat und in die Krankenhäuser gegangen ist und hat gezeichnet, hat die Geschichten aufgezeichnet, die dort passieren. Und ähm, sie bleibt in der Ukraine, lebt ähm, in der Nähe von Kiew, 26 Kilometer, und hört auch, was dort passiert und sagt, wenn sie vor Ort wäre, könnte sie gar nicht dort bleiben. Aber im Moment, 26 Kilometer entfernt, traut sie sich, aber ihre Homepage funktioniert zum Beispiel auch nicht mehr. Also auch dieses ähm, alltägliche, was jetzt dort vor Ort natürlich das Leben schwierig macht und hat sich aber dafür entschieden, ähm, nicht, nicht fliehen zu wollen. Und ähm, wenn man die Geschichte sieht von Frauen in der Kunstwelt, kann man auch sagen, es gibt sehr viele, die sehr mutig waren. Das ist ein, ein Umstand, der ja oft Männern zugerechnet wird, aber ich denke, es gibt sehr, sehr, sehr viele. Sehr mutige Frauen, auch in der Kunstgeschichte. Ja. ja. Ähm, wir hatten so überlegt, dass wir eben jeder äh, von uns eine Künstlerin ähm, mal so ähm, mitbringt sozusagen. Wir können ja nachher, wenn wir dann in den Teil übergehen, wo wir gemeinsam reden, auch noch mal sammeln, was Sie, was Ihr ähm, vielleicht für Künstlerinnen habt, die euch immer schon äh, im Gedächtnis waren, ja, die die da einen Platz im Kopf, im Herz, wo auch immer äh, tatsächlich haben und ähm, jetzt eben diese beiden die wir, denen wir sichtbarkeit hier heute mal geben wollten ähm, wir hoffen dass da vielleicht was äh, hängen bleibt aber äh, wir haben auch jede eben eine künstlerin die so exemplarisch für diese frage frauen in der kunst ja, welche rolle und und welche muster sind da eben zu sehen und mir ist immer schon paula modersohn becker sofort in den sinn gekommen weil Natürlich auch das wieder so eine Sache, die, ja, die sehr emotional ist und ihre Biografie einfach eine Biografie ist, wie sie um die Jahrhundertwende zu Beginn des 20. Jahrhunderts einfach zwangsläufig sein konnte. Ja, die Frage bin ich Künstlerin, bin ich Ehefrau, bin ich Mutter. Und tragisch äh, tragisch ist ihr Leben ja geendet, ähm, weil sie die Geburt ihrer Tochter nicht überlebt hat. Ähm, das ist natürlich so etwas, wo man sagen kann: Also das ist schon ein ne, Drama gewesen. Ähm, man kann an Paulas Biografie sehen, ähm, wie ja, wie schwierig es vor 100 Jahren gewesen ist, als Frau Künstlerin sein zu wollen. Ja, äh, gibt ja auch viele Geschichten über Käthe Kollwitz, ähm, die ein bisschen älter als äh, Paula, aber die eben äh, da auch ähm, ganz, äh, ja, den Weg schon auch geebnet hat. Man musste aus einem Elternhaus kommen, was die entsprechenden Mittel hatte. Dann konnte man auf solche Privatschulen gehen. Es gab keinen Zugang von Frauen zu Kunstakademien und das ist natürlich etwas, was ein Muster ist, was relativ lange auch sogar noch Bestand hatte. Ab 1896 gab es dann in Berlin den Verein der Berliner Künstlerinnen, die dann so eine Damenakademie ins Leben gerufen haben. Und es gab damals diese. Begriffe Malweiber. Das, das zeigt schon irgendwie so ein bisschen, wie, wie, wie das gesehen wurde. Aber man war eben abhängig von einem liberalen Elternhaus, ja, wo äh, dann gesagt wurde, ja, Ne, Paula hat eine Lehrerin-Ausbildung gemacht, das war auch so das Typische, was äh, damals dann ähm, vielleicht so als Alternative ähm, für eben doch in einem Haushalt, wo man das Gefühl hatte, dass durchaus Frauen auch etwas Intellektuelles schaffen können, dann äh, das Höchste der Gefühle war. Und. Ähm, ich denke mal, die Biografie ist äh, auch so ein bisschen bekannt, aber ähm, ich fand immer besonders äh, berührend auch die, ähm, die Erzählung oder das, was man lesen konnte, was ihr Mann, ihr späterer Mann, sie hat ja dann in diesem Worpsweda-Künstlerkreis Otto Modersohn kennengelernt. Ähm, und man würde ja vielleicht so sagen, also es war auch so eine Konstellation, er war ja Witwer und sie hat dann eben auch. Geschaut für die Kinder, die er schon hatte, oder ein Kind, ich weiß gar nicht mehr genau, da den Mutterersatz zu geben. Aber als es dann darum ging, dass sie durchsetzen wollte, sie will aber Künstlerin sein, ja, also sie hat das sehr massiv eingefordert und zwar in Form von Reisen nach Paris. Das ist so interessant. Also Paris natürlich als die Stadt, wo, wo man dann an der Akademie Julien oder was auch immer ähm, lernen konnte, wo man natürlich auch auf tolle Inspirationen gehofft hat. Und da hat Otto Modersohn sie doch im Rahmen seiner Möglichkeiten, also er wird da nicht sehr. Äh, exzessiv nach vorne gegangen sein, aber er hat sie immer verteidigt gegenüber allen anderen, die gesagt haben, was hat die da nach Paris zu fahren? Ja? Die ist deine Ehefrau, die hat gefälligst zu Hause zu bleiben und da hat er aber erkannt, und das finde ich, ist so das Tragische auch an Paula Modersohn-Becker, dass sie ein Genie war. Sie war den männlichen Künstlern, die dann auf sie folgten, sei es Paul Gauguin oder wie sie alle hießen, war sie weit voraus. Sie hat die künstlerische äh, Kraft gehabt, wirklich diese Jahrhundertwende, neue Kunst für ein neues Zeitalter, das vorauszusehen ja, und ähm, große äh, Sprünge gemacht, die manche ihrer Künstlerkollegen noch gar nicht machen konnten. Sie ist 1907 verstorben, ja, also äh, da waren viele noch äh, in sehr klassischen Zusammenhängen und ähm, haben da tatsächlich auch ähm, eigentlich, Paul, Paula Modersohn-Becker war wirklich eine sehr frühe Avantgarde-Künstlerin und das hat Otto gesehen, das hat ihr Mann gesehen und äh, du kannst ja nachher mal Künstlerehe ist natürlich wahrscheinlich hat er auch so ein bisschen ein Problem damit gehabt, aber er war zumindest hatte er die Größe, das auch irgendwo anzuerkennen und ja, dann eben dieses Drama, dass sie dann aber schwanger wurde und dann diese dieser Kampf, ne, Bin ich jetzt hier Mutter, bin ich gefangen in diesem Dasein, was ja viele Künstlerinnen sicherlich auch äh, immer noch Durchleiden müssen. Also, Paula Modersohn ist meine Role Model, was ich hier mitbringe. Und Jeannette hat eine andere. Ja, ich habe mir, ich würde jetzt aber trotzdem eine andere Künstlerin noch nennen. Also, es gab eine Entdeckung in den letzten Jahren, ähm, das ist ähm, Hilda Afklint oder Hilma Afklind, So Und ähm, die hat natürlich den Vorteil gehabt, dass sie aus einem guten Elternhaus kam und finanziell gut aufgestellt war. 1862 geboren in Schweden und war lange versteckt, ähm, insofern, dass sie ähm, für etablierte Ausstellungen eher das eingereicht hat, was man dann so von ihr erwartet hat, Porträts und Landschaftsbilder. War aber tatsächlich, muss die Kunstgeschichte neu geschrieben werden. Ähm, vor Kandinsky und Mondrian ähm, hat sie abstrakte Kunst entwickelt. Und das ähm, mit einem anthroposophischen, mystischen Hintergrund. Hat diese, ja, sage ich mal, wirklich sehr abstrakten Kunstwerke geschaffen und hat selber verfügt, ähm, als sie 70 war, dass die nach ihrem Tod, es waren über 1000, erstmal nicht gezeigt werden dürfen in der wohl in der Kenntnis, dass ähm, dass die Welt noch nicht dafür bereit ist, dass es vielleicht dann irgendwo untergeht, dann hat es sehr viel länger gedauert. Also man hat es dann nicht erst nach 20 Jahren gezeigt, sondern sich noch mehr Zeit gelassen. Das war es dann ja gut verschlossen im Archiv. Sie hat es auch wirklich gekennzeichnet, also extra gestempelt, damit man auch wusste, okay, das ist das, was ich veröffentlicht haben möchte. Also hat ihr Nachlass im Vorhinein aufgebaut, was äh, schon auch sehr selbstbewusst ist und ähm, hat damals auch so Channelings gemacht, hat sich getroffen mit anderen Frauen und hatte diese Möglichkeit sehr eigenständig ihren Weg zu gehen, was eine große Besonderheit war. Und äh, das Werk ist jetzt erst wirklich wird ausgestellt und zum Beispiel die Retroperspektive im Guggenheim Museum war die bestbesuchte Ausstellung vom Guggenheim Museum. Ja, echt? Ja. Oh. Das ist natürlich ein großer Moment. Ja. Toll. Ich habe erst gedacht, ich komme nicht mehr rein. Die Schlange ging so ungefähr einmal im Block. aber dann ging es doch. Und sind wir doch noch reingekommen. Das war echt ein Erlebnis. Ich will nur das Guggenheim-Museum, das ist da ja. leicht. Ja, das Guggenheim-Museum lohnt sich auf jeden Fall. Also, ich habe sie zufällig auch entdeckt. Ich kannte sie auch nicht. Und ich war in der Nähe von Chicago in einem äh, Museum und sah diese Bilder und war tief äh, betroffen tatsächlich. Also, dieses, dieses Gefühl, man entdeckt jemanden, den man noch nicht kennt. Und äh, da stand dann auch, ne? ich meine Güte, die ist äh, in der Kunstgeschichte quasi jetzt erst entdeckt worden. Und jetzt muss man neu schreiben und sagen: Ja. Diese Bilder gab es halt vor Kandinsky und, ähm, und vor Mondrian und das ist echt eine Entdeckung. Aber ich wollte noch auf eine andere Künstlerin eingehen, die mich auch sehr berührt hat und mich sehr, mehr, sehr beschäftigt. Das ist Camille Claudel. Die hatte nicht dieses Glück. Ähm, die hatte diese Schwierigkeiten, dass man nicht auf eine Akademie angenommen werden durfte und ähm, hat dann bei Rodin ja in seiner Werkstatt gearbeitet. Die beiden haben eine Liebesaffäre angefangen und sie ist ähm die letzten 30 Jahre sozusagen in der Irrenanstand gelandet, weil das so schwierig war und so dramatisch für sie. Und ihr Bruder ist ja sehr berühmt, Paul Claudel auch, und er hat sie auch versucht zu unterstützen. Aber das ist so eine der tragischen ähm, Frauengeschichten in der Kunstwelt, wo man sagen muss, wenn man heute ins Rodin-Museum geht in Paris und diese Arbeiten von ihr sieht, ist man. Wirklich man, man sieht einfach diese wahnsinnig hohe Qualität und ähm, es sind nur noch ganz wenige Werke erhalten, weil sie auch selber dann zerstört hat. Und es war das ist eine der dramatischen Geschichten. Also wenn man sich für Kunst, äh, Künstlerinnen interessiert in der Kunstwelt, finde ich Camille Claudel muss man auch unbedingt kennen. <laughs> und ja von, ich denke von Hilda Afklimt werden wir noch viel sehen. Das hoffe ich zumindestens und äh, Wikipedia werde ich mal, da ist ja auf jeden Fall drin, kann man sagen. Aber ähm, man sollte da mal drüber nachdenken. Das ist ein guter ähm, Aspekt, ne? weil wir Frauen kümmern uns manchmal nicht genug darum um dieses Marketing auch tatsächlich ist ein Punkt. Ja, ich bin ja ein großer Fan von ähm, der Weisheit der vielen. Und Wikipedia ist ja so als Idee entstanden, dass alle daran mitarbeiten. Deswegen kann ich nur immer sagen, es gibt manchmal so, ähm, so Veranstaltungen, wo man zu mehreren tatsächlich unter der Anleitung von den sogenannten Wikipedianern, weil das ist nicht ganz einfach. Manche sagen auch, die Wikipedia ist schon so ein bisschen Männer dominiert. Ähm, da dann einfach zu sagen komm ich, ich gehe da mal hin zu so einer Veranstaltung und helfe mitschreiben ja weil es muss eben auch in die Fläche gebracht werden es braucht viele die sagen ne, hier du würdest dann sagen mal gucken was der Beitrag zu Hilma Afkint macht ich würde noch mal bei äh, Maria äh, Primachenko gucken so kann man da vielleicht auch dazu beitragen aber das ist eben also ihr habt gesehen es ist schon ein Muster, dass wir jetzt irgendwie sehr oft auch das Wort Drama und Tragisch und äh, diese Dinge, gerade wenn wir jetzt zurückblicken in der Kunstgeschichte, erwähnt haben. Also es ist viel Schmerz, viel äh, Schwere da drin. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Entwicklung gucken, wir sind jetzt im Jahre 2022. Wir gucken auch... Darauf mal hat sich so viel geändert. Aber vielleicht noch mal ganz kurz so, so ein bisschen Revue passieren lassen. Also, ich darf verraten, ich bin 60, Jeanette, magst du sagen? 53. So, wir stammen natürlich aus einer Generation. Wir sind in den 70er, 80er Jahren, also eigentlich 80er, vielleicht dann eher ähm, sozialisiert worden. Ja, das ist natürlich die Zeit der äh, feministischen Bewegung. Ja. Wir müssen uns fragen, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt im Postfeminismus angekommen? Was bedeutet das? Wir haben das eben sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Äh, es gibt äh, eben in den 70er Jahren, fängt überhaupt eine feministische Kunstgeschichtsschreibung an. Ja. Da hat man dann gefragt, müssen Frauen... Nackt sein, um ins Metropolitan Museum kom zu kommen? Oder warum gibt es keine berühmten Künstlerinnen? Ja, es ist, ist so eine Frage. Ihr habt jetzt eben gehört von äh, äh, Künstlerinnen wie äh, Maria äh, Primachenko, die mal sehr berühmt gewesen ist und wo das dann wieder vergessen wurde. Ja? Also du hast jetzt eben Marketing, verkaufen, auch eben seine Rolle einnehmen äh, gesprochen, das ist sicherlich ein, ein großer Aspekt. Aber eben diese Frage, man hat sich dann erst überhaupt mal äh, darum gekümmert. Ich fand es ganz interessant, auch ähm, eine Bonner Kunsthistorikerin, die hat das August-Macke-Haus mit äh, aufgebaut. Ich ähm, habe den Namen hier gerade. Hm. Wieder verbaselt, die ähm, in den 80er Jahren in Bonn ähm, eine erste Ausstellung gemacht hat mit äh, Frauen, ja, mit Künstlerinnen. Ähm, das war damals schon, die musste sich auch so einiges äh, anhören, ähm, auch genau, Margarete Jochimsen, Frauen machen Kunst. Nein, 76 war die Ausstellung in Bonn. Und die hat geschrieben: wenn Künstlerinnen ähm, in ihr der feministischen Kunst Gedanken zur Anschauung bringen, die im weitesten Sinne aus der diskriminierenden gesellschaftlichen Situation der Frau, aus dem gesellschaftlichen Diktat sogenannter weiblicher Funktionen, Eigenschaften und Verhaltensweisen und so weiter ableiten lassen, gegen die sich die Künstlerinnen in irgendeiner Form wenden. Das ist so ein bisschen so auch mal den Fokus, den ich nehmen will. Ähm, sind wir darüber hinweg, dass man eben das Thematisieren muss, muss man sagen, die Rolle ist jetzt äh, erkämpft. Äh, frage ich dich auch noch mal als Künstlerin. Ne? Also in den 70er Jahren musste man wirklich sagen, wir müssen jetzt hier mal aktiv äh, dagegen gehen, künstlerische Positionen einnehmen. Und die Margarete Jochensen hat gesagt, das ist eine temporäre Sache, das geht vielleicht dann irgendwann mal weg. Aber mich treibt auch als Kunsthistorikerin so die Frage um, Ne, auch ist das ein Thema, äh, eben auch die Rolle der Frau? Müssen wir oder können wir sagen, das kann man jetzt davon frei sein? Wie siehst du das? Du hast, glaube ich, auch so eine Vorstellung davon, weibliche Ästhetik. Gibt es das, ähm, gibt es das nicht? Das würde mich jetzt mal so interessieren. Genau. Also, wir können schon noch feststellen, ähm, wir Künstlerinnen, dass es schwieriger ist, gewisse Preise durchzusetzen auf dem Kunstmarkt. Also, das ist schon immer noch ein Unterschied. Also, da haben es unsere männlichen Kollegen oft leichter. Und. Ähm, natürlich es, es mischt sich schon mehr also frauen sind freier sie dürfen genauso kunstakademien besuchen wie männer das ist gar kein unterschied es gibt auch professorinnen allerdings ähm, wenn man den Kunstmarkt so anschaut und guckt, wie wird verkauft, dann gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen männlicher Kunst und weiblicher Kunst. Also, wobei man die Kunst selber gar nicht unterscheiden kann. Genau, sondern, nur, sondern nur, also, wenn man jetzt wirklich schaut, ist das jetzt von einem Mann oder ist es von einer Frau, kann man das oft nicht erkennen. Wäre jetzt Kunst ganz anonym, würde gezeigt, dann, äh, ne, da habe ich also auch mit einer Kollegin gesprochen. Die in der Jury war, dass das kann man nicht sehen und. Ähm das deckt sich eigentlich nicht wirklich über die Kunst auf, sondern über den Hersteller. Also es ist immer noch sehr personengebunden, hat viel mit Marketing zu tun. Und da ist schon noch ein Unterschied, denn wenn man die ähm, Auktionsergebnisse sieht, was, ist, was wird versteigert, zu welchen Preisen, da sind Frauen noch nicht so vertreten, wenn es über die Millionen geht wie Männer. Also männliche, äh, also Künstler werden da schon noch anders gehandelt. Das mhm. ist einfach noch ein Unterschied. Also, ja. wir wollen gleich mal wirklich auch dieses Ökosystem Kunstbetrieb uns anschauen. Aber mir geht es noch mal so um die Frage, welche Themen ja also gibt. Ist das vorbei, dass man sagt Frauen? Also wir, wenn, wenn wenn wir so eine feministische Kunstgeschichte mal in den Blick nehmen, gibt es die noch? Ähm, gibt es? Andere Äußerungen, das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen, weil wir zum Ende des ersten Blogs mal so, mhm. was lehrt uns die Kunstgeschichte, ne, Rolle der Frau. Wenn ich jetzt so frage, wo sind wir heute angekommen, ähm, gab es schon irgendwie Anmerkungen aus dem Chat? Ähm, gerne hier auch noch mal wir, wir gucken mal, äh, was wir sammeln können, dass wir das dann nicht mit in das Video aufnehmen. Aber mich würde das wirklich sehr interessieren. so ähm, Es gibt ja... Auch die Theorie, dass wir uns eben jetzt im Postfeminismus befinden und dass auch eine ganz andere Ermächtigung von Frauen auch mit ihren Themen daherkommen. Viel so auch interessante popkulturelle ähm, Erscheinungen, die da stattfinden, wo sich Künstlerinnen auf Instagram inszenieren in einer ganz... Äh, ja, doch, wo man sagt so, nein, das ist aber jetzt, äh, also für mich mit meiner feministischen Ader aus den 80ern schon wieder schwierig, ne? so mit so einer aggressiven Sexualität da auch nach vorne gehen, ist das der... Postfeminismus oder ist Postfeminismus, dass man sagt, braucht man jetzt gar nicht mehr Themen, Rolle der Frau, Weiblichkeit? Ich war jetzt gerade in Bonn, habe mir die Maria lasnik äh, ausstellung angeguckt, weiblicher Körper, so. Ist das vorbei? Das, das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Ist natürlich jede künstlerische Position völlig anders, aber du hast vielleicht auch so ein bisschen, was die Kolleginnen machen. Und ja, gut. Also ich denke mal, ähm, eigentlich hat sich das. Thema Weiblichkeit als Thema so schon ein bisschen verflüchtigt und verändert. Also wenn ich jetzt so, ich denke mal an Elvira Bach, da würde ich sagen, die hat das noch mal ganz, also wirklich als ihr Thema gehabt den weiblichen Körper. Ähm, ansonsten ja, gibt es bestimmt noch andere, aber ich hab den Eindruck, dass Künstlerinnen sich schon eher mit auch weltpolitischen Themen beschäftigen, mit allgemeinen Themen, mit philosophischen Themen, ähm, dass die ähm, nicht unbedingt die Weiblichkeit an sich so zum Thema machen. Das hat sich, glaube ich, schon verwandelt. Also habe ich den Eindruck und dass es jetzt vielleicht auch sich so ein bisschen abgelöst hat durch queere äh, themen ähm, durch themen auch äh, marginalisierte äh, gesellschaften beziehungsweise auch rassistische themen dass, das was eben in unserer Jugend war es ja sehr stark fokussiert, ne, emma-mäßig auf äh, jetzt. Äh, na, wir wollen äh, nicht mehr diese klassische Rolle der Frau und so weiter. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, es kommt wieder so eine komische Welle so der Bürgerlichkeit wieder zurück. Ähm, also das finde ich, ist interessant, auch darauf mal zu blicken. Ähm, war jetzt so noch mal ein Gedanke, ähm, wenn da jetzt jemand speziell noch was dazu sagen möchte. Ja. Darf ich nehmen? Ach so, darf ich. Hallo, hallo. Ja, ähm, ich bin selber Künstlerin, auch aus Köln und habe äh, in Düsseldorf an der Kunstakademie studiert. Und da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade die Professorinnen. Ähm, ja, so wie so eine, die kommen natürlich aus einer anderen Generation auch als ich jetzt persönlich und die haben wirklich sich wie so eine männliche Attitüde ähm, aufgelegt. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt äh, zu, zu deren Zeit auch echt noch ein Thema war, mit den Ellbogen irgendwie äh, sich nach oben zu arbeiten und zu gucken, dass sie, dass sie da auch wahrgenommen werden. Und. Ähm, da merke ich, also, ich bin an, an die Akademie gekommen und für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Ich bin eine Frau, ich, ich mache Kunst, Punkt. Aber ähm, im, im Laufe der Zeit ist mir doch aufgefallen, äh, man wird weniger gefragt äh, nach Ausstellungen. Man, man wird eben einfach weniger wahrgenommen, tatsächlich. Aber. Ähm, ja, so mit meinen Kommilitoninnen hatte ich das Gefühl, man pusht sich trotzdem gegenseitig und man unterstützt sich. Und ich glaube, das war ähm, 30 Jahre zuvor eben noch nicht so der Fall. Da war wirklich noch dieses Okay, nee, wir müssen jetzt kalt und hart und ähm, businessmäßig das irgendwie hier aufziehen. Und das ist schade, weil man man sucht auch in der Generation dann die Unterstützung und die kommt dann weniger an, muss ich sagen. Mhm. Also eine gute, ähm, ja bekannte Freundin aus alten Zeiten von mir, die Jutta Köther. Die ähm, ist äh, in, in Hamburg, glaube ich, äh, nicht glaube ich, sondern weiß ich Professorin und die, die ähm, achtet da sehr drauf. Also die ist aber auch, die gehört vielleicht auch noch in diese äh, Zusammenhänge. Ich will, aber auf jeden Fall. Äh, hast du was? Ja. Also ich wollte auch was sagen. Ähm, wir merken das halt hier in der Akademie auch, wenn wir eben Themen als Frauenthemen platzieren, dann ist das nicht mehr so gefragt. Also irgendwie ähm, ist da die, geht der, dieser Trend auch so ein bisschen wieder von weg. Einerseits, ne, was, was daran li liegen mag, dass es eben ja mehr queere Themen gibt, die dann, äh, die dann nach vorne gehen, oder andere Themen, oder ähm, dass man das eben eigentlich nicht mehr will, dass ähm, dass halt dieser Unterschied aufgemacht wird. Ähm, aber andererseits, ähm, also ich habe ähm, hier, ähm, wir haben immer diese Veranstaltung Buch und Brot, ähm, wo, wir, wo jeder von uns ein, ein Buch vorstellt. Und ähm, ich hatte da das Buch ähm, Frauen bauen Stadt vorgestellt, wo eben Architektinnen, Stadtplanerinnen und so zu Wort kommen. Und ähm, die sagen halt einerseits: Ja, wir haben eigentlich gar keine Lust mehr auf das Thema, wir wollen eigentlich nicht mehr darüber reden. Warum reden wir immer noch darüber? Aber andererseits, die Pay Gap ist real. Ne? Diese Nicht-Sichtbarkeit von Frauen in Kunstgeschichte, in Stadtgeschichte, ähm, wo auch immer, es ist also es ist immer noch da. Oder ähm, bei Preisverleihungen ähm, gibt es einen Architekten-Ehepaar, was, äh, was eigentlich gearbeitet hat und nur der Mann erhält den Preis und so. Also diese strukturelle Benachteiligung ist halt einfach immer noch da und deswegen frage ich mich, was man dem halt entgegensetzen kann, dass es halt nicht mehr ja, Frauenthema genannt werden soll oder darf oder dass das irgendwie out ist. Ne? Weil Also was mir immer wieder auffällt, ist, dass es äh, auch so einen so spielerischen Umgang mit Weiblichkeitsklischees gibt gerade bei Künstlerinnen. Also dass dann zum Beispiel so Hand Handarbeitstechniken äh, verwendet werden, so als typisches Weiblichkeitsklischee. Rosemarie um Trockel. Äh, ja, zum Beispiel. Aber auch bei jüngeren Künstlerinnen. Und dass damit dann eben ganz selbstbewusst umgegangen wird und das dann eben verwendet wird, um eben äh, andere Themen anzusprechen. Ähm, und von daher, also es gibt auch dieses ganz selbstbewusste Umgehen eben mit Weiblichkeit und auch mit Vorstellungen von Weiblichkeit auf der anderen Seite. Ja, also dass, dass man schon nicht mehr in der Situation ist, sich was erkämpfen zu müssen. Aber ihr seht, wie vielschichtig das ist. Ne? Dann doch wieder die Frage so... Ähm, Natürlich kann man auch fragen, Quoten und äh, Gerechtigkeit. Ich will nur mal, ähm, bevor wir, ich glaube, das wird ganz spannend, jetzt auch noch mal auf den Kunstmarkt und Kunstbetrieb zu gucken, will ich aber auch noch mal zwei. Ähm, Netzwerke oder Aktionen erwähnen, die vielleicht für diesen ganzen Themenbereich ganz interessant sind. Ihr kennt alle sicherlich die Guerilla-Girls, ja, die 84 äh, entstanden sind, ähm, die eben weil sie sich so darüber geärgert haben, dass in MoMA in der Ausstellung bei 165 Künstlerinnen nur 15, nee, 13, glaube ich, nur weiblich gewesen sind, äh, haben die da was dagegen gesetzt. Und die haben ja sehr stark eben dieses, wir wollen als Künstlerinnen in die Museen rein und so. Und mittlerweile ist deren, also ich habe jetzt extra nochmal geguckt, ob die, weil man hört gar nicht mehr so viel von denen, ob das da noch viel passiert, äh, die sind jetzt wirklich auch eher in diesem Bereich. Queere Themen und Antirassismus und so weiter. Das ist bei denen jetzt ganz stark und es kann schon sein, dass sich das so ein bisschen auflöst. Und das andere, was hier besonders natürlich für Köln ein ganz interessanter Move ist, ähm, will ich auch erwähnen: "And she was like bam". Ähm, das ist eine queer feministische Initiative, ähm, die sich aus dem Bereich Kunst und Design zusammengetan haben und die auch, sagen wir, agieren antirassistische, äh, haben eine antirassistische und dekoloniale Haltung. Wir sehen dass also dieses Thema des Feminismus, äh, auch Frage der Kunst, äh, Frauen in der Kunst und so weiter, tatsächlich eben in dieser ganzen Komplexität, in der unsere Gesellschaft sich heute befindet, in der Frage, ne, wie wollen wir zukünftig miteinander leben und wer ist wie repräsentiert, dass das sehr viel weitergezogen wird und eben nicht nur ähm, auf das Thema Frauen. Und klar, kannst du dann wieder sagen, ja, aber es ist immer noch an der Stelle ne, vielleicht doch noch mal wert, über das Thema Frauen auch noch mal spezifisch zu sprechen aber also in der Kunstgeschichte gibt es viele interessante Anknüpfungspunkte zum Beispiel auch da haben sich die Guerilla Girls auch mit auseinandergesetzt der male gaze ja also auch äh, was 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 jetzt die Themen der Kunstgeschichte angeht ja das spielt so ein bisschen rein in weil Frauen sind eben eher nackt und sind die Models als ähm, oder Modelle als dass Musen. sie eben die Musen genau <laughs> ja also da da tut sich viel auf ja diese diese Funktion von von Künstlerinnen ähm, genau die Muse ja es gab eine ganz tolle Ausstellung übrigens im Wehrer richards Museum über Künstler*innen Künstler-Ehepaare das ja. war auch ganz spannend ja. ja da waren halt auch ne Frida Kahlo und Diego Rivera ja. oder ähm, Genau, Arp und seine Frau. Und das, da waren viele Beispiele auch, wo man gemerkt hat: Ja, Ernst, Max Ernst, Dorothea, Dorothea Tanning war das, glaube ich. Ja. Genau. Wie doch dann der, der Mann oft, also die einzige, die es wirklich geschafft hat, bekannter zu werden als ihr Gefährte, war Frieda Kahlo. Die hat es geschafft. Alle anderen waren dann doch eher so im Schatten, ein wenig. Ja, also ich denke, in der Kunstgeschichte gibt es noch vieles auch äh, zu, zu entdecken ähm, und, und viele Positionen. Wir schwenken jetzt mal zum nächsten Themenblock, weil der ist auch nochmal interessant, wirklich zu sagen, was, was ist im Kunstbetrieb so, was kann man da äh, feststellen. Ähm, es gibt Zahlen natürlich, also wir haben dann auch mal recherchiert, ähm, dass man, also einmal, das wirst du wahrscheinlich auch aus deiner Akademiezeit wissen, es gibt deutlich auch einen kleinen Überschuss an Frauen, glaube ich, die Kunst studieren. Ne? Das äh, ist ja auch interessant und wo sind die dann hinterher? Alle. Ähm, auch in meiner äh, Disziplin, in der Kunstgeschichte, deutlich mehr Frauen, weiß jetzt gar nicht die Prozentzeichen. Aber äh, interessant ist eben wirklich, wenn wir jetzt mal richtig auf, auf die hier auf die monetäre Seite gucken. Ne? Also das teuerste. Das war auch schwierig, das rauszufinden, weil erst stand eben was von Frida Kahlo und 8 Millionen Dollar mal bei einer Auktion und dann habe ich weiter recherchiert. Also da musste man sich auch durch mehrere Seiten Google klicken und kam dann, weil ich dachte, das ist echt so eine krasse, was ist das teuerste Bild überhaupt? Irgendwie Van Gogh oder keine Ahnung, 150 Millionen. Aber ähm, es ist tatsächlich krass der Unterschied aber so krass auch nicht weil das teuerste Bild einer Künstlerin ist eine eine Arbeit von Georgia O'Keeffe für 44 Millionen Dollar ist sie äh, versteigert worden 2014 oder so glaube ich aber ich will mal kurz ein Zitat eines Künstlers hier in den Raum stellen der das sozusagen als Beweis den Kunstmarkt hergenommen hat und zwar hat 2013 man mag es kaum glauben Georg Baselitz gesagt Frauen malen nicht so gut. Das ist ein Fakt. Und der hat es am Kunstmarkt festgemacht. Die verkaufen nicht so gut, also ne, so neoliberal gesprochen, äh, deswegen sind Frauen nicht so gut, weil die eben nicht so viel verkaufen. So, jetzt kommst du, Jeannette. <laughs> ja. Was soll man dazu sagen? Das ist halt einfach äh, leider immer noch ein Fakt und das äh, spielt sich, also das, das ist in allen, ähm, in jeder Liga so, ne? Also, das, dass es schwieriger ist, anscheinend für Frauen ähm, zu verkaufen. da glaube ich, das ist ja eigentlich nicht, ähm, man kann das ja nicht neutral betrachten. Man müsste jetzt wirklich gucken, woran liegt das? Es gibt viele Galeristinnen mittlerweile. Also es gibt auch sehr, sehr viele Sammlerinnen. Also wenn man jetzt auch wieder mal an die Kunstgeschichte denkt, Gabriele Münter hat ja zum Beispiel ähm, auch dann unterstützt, ne? Peggy Guggenheim, äh, Nina Kandinsky, das waren alles ganz großartige Sammlerinnen, die auch unterstützt haben. Also die gibt es ja auch in der Kunstgeschichte, aber die haben meistens dann auch wiederum Männer unterstützt. Also ich glaube, es gibt vielleicht noch nicht. So viele Kunstunterstützerinnen, die dann auch Künstlerinnen unterstützen. Das wäre wahrscheinlich der Weg, der es für Frauen einfacher machen würde. Ich, ich, das wäre jetzt, wär jetzt mal eine, ist eine Hypothese, die ich da aufstelle. Das ist die Frage, woran das liegt. Also, ähm, ich kenne jetzt eine Künstlerin, die ich sehr bewundere. Auch das ist die Katrin Kneffel, die Schülerin von Gerhard Richter, die auch jetzt von Gegosian ausgestellt wird und so weiter. Also die wirklich ihren Weg macht und auch in den Museen jetzt ausgestellt wird. Die in der Kunstakademie in München unterrichtet. Das ist jetzt eine derjenigen, wo ich sage, die hat es echt richtig geschafft. Auch jetzt gerade aktuell auch ziemlich... Bekannt zu sein und auf allen Messen vertreten zu sein und so weiter. Aber es sind halt immer noch nicht so wahnsinnig viele Frauen unterwegs in, auch in, so, in dieser Liga. Das fällt mir halt einfach auf. Also, es gibt ja diesen berühmten Kunstkompass. Ne? Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, Rosemarie Trockel. Ähm, also, es gibt ja dieses Ranking. Ne? Das sind jetzt hier die. Wer ist an Nummer 1? Der verkaufendste Künstler, All, genau. Allgemeinrichter wahrscheinlich. Ja, klar. Oder? Uns Gerhard. Ne? Uns Gerhard. Um, ich mein. Und ich glaube, Rosemarie Trockel ist auf vier und ähm, ich muss noch mal nachgucken, aber es gibt zwei äh, Künstlerinnen äh, unter den ersten fünf. Glaube ich. Wobei ich an solche Rankings sowieso nicht glaube oder das immer schwierig finde, so, wonach bemisst sich das und klar, ne, kann man dann zusammenzählen, Auktionsergebnisse und dann kommt man da drauf. Find diese, was ich aber auch super witzig finde in diesem Kunstkompass, da werden dann auch Upcoming Artists oder Zukunftskünstlerinnen äh, äh, genannt und äh, da ist die 92-jährige Kusama. Und Irgendwie als äh, zukünftige äh, upcoming Artists oder, oder die, die mit großer Zukunft äh, irgendwie ähm, auch gelistet. Insofern, ja, ne, ist immer die Frage, was wird da wie äh, gerechnet. Ähm, es gibt jetzt schon, denke ich mal, äh, verstärkt ähm, auch einen, einen guten Markt für Künstlerinnen. Also ist, ähm, Bourgeois Fällt mir gerade ein. Ja. Ist gerade in der Monopol vorne. Also. Titelblatt und äh, wird auch ist auch sehr erfolgreich spät geworden. Ja, das ist auch so ein Thema, ne? äh, Die 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 Frage der ähm, der Karrieren von Künstler*innen, die oder Künstler*innen äh, ohne Sternchen, <laughs> ähm, dass, dass eben äh, die doch sehr viel später äh, erst Fahrt aufnehmen, auch diejenigen, die vielleicht dann jetzt nicht unbedingt durch Mutterschaft ähm, irgendwie einfach diese natürliche Pause haben. Und Louise Bourgeois hat übrigens, ähm, ihr Zitat äh, war, als sie irgendwann, ich weiß nicht mehr wann es gewesen ist, aber sehr spät zu Dokumenta eingeladen wurde: Better late than never. Ähm, insofern auch äh, sehr sehr ähm, irgendwie muss man wahrscheinlich dann auch da noch mal hingucken. Warum ist das so? Ja, warum ähm, sind deutlich eben auch Frauen dann erst in der zweiten Lebenshälfte nehmen die so Fahrt auf? Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir ein, es gab den Gabriele-Münter-Preis, du hast sie eben gerade erwähnt, der ja ähm, vom Bonner, Kunstmus äh, Bonner Frauenmuseum mit initiiert worden ist und äh, immer vergeben wurde vom äh, Familienministerium. Und der aber jetzt in der letzten Runde, oder ich glaube 2017 ist der zum letzten Mal verliehen worden und normalerweise immer alle drei Jahre wird der verliehen, ausgesetzt wurde der für Künstlerinnen ab 40 auch explizit ausgeschrieben war. Und da war dann, glaube ich, jetzt so, also es hat natürlich auch in der Presse nicht so viel stattgefunden, dass der erstmal jetzt nicht mehr verliehen wird. Der wurde auch schon mal irgendwann so eingestampft und dann eben mit der Argumentation, ja, ne, braucht man jetzt nicht für spezifisch Frauen ab 40. Aber ich glaube, dass es schon auch das ein Thema ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ich sehe das unbedingt so, weil Frauen sind nun mal in was ihre ihr Lebensplanung angeht, doch oft in einer anderen Situation, weil sie nun mal Kinder bekommen. Also immer noch. Das ändert sich wahrscheinlich auch nicht. <laughs> also die, es, werden, es bekommen zwar nicht alle Künstlerinnen Kinder, aber doch einige und das ist einfach eine, eine gewisse Ablenkung könnte man das so sagen. Ja, das bedeutet einfach, dass äh, viel Energie in einen Bereich fließt ähm, und ähm, man diese, diese Zeit nicht so in der Form zur Verfügung hat, Rücksicht nehmen muss und so weiter. Und das denke ich mal, spielt eine große Rolle, dann kann man sagen, es gibt ein Buch, das finde ich sehr spannend, über das Gehirn der Frau, das sagt, alle sieben Jahre hat eine Frau einen Zyklus und verwandelt sich und äh, verändert sich. Und das ähm, bedeutet auch, dass die Kreativität bei Frauen auch eigentlich bleibt. Also es das heißt nicht, dass die dann irgendwann äh, nichts mehr zu bieten hätten, sondern die entwickeln sich weiter und man kann sagen, ähm, es gibt eine große Kreativität bei Frauen, bei älteren Frauen. Und deswegen ähm, fände ich es gut, wenn so ein Gabriele-Münter-Preis weiter beibehalten würde und gesehen würde: Okay, Frauen, die starten vielleicht manchmal einfach ein bisschen später so richtig durch. Also ich kann das von mir auf jeden Fall sagen. Ich fühle mich in einem wahnsinnig guten Lebensalter. Die Kinder sind groß und ähm, ich habe mir einiges aufgebaut und ich kann jetzt voll Gas geben. Das ist eigentlich eine tolle Zeit. Da würde würd ich überhaupt nicht denken, ja, 53, meine Güte, was ist das für ein Alter? Das ist doch kein Alter heute. Ja. Wobei ich glaube, dass es auch für junge Künstlerinnen weiterhin Fördermöglichkeiten ja, geben gibt's. muss, ne? Ja, für alle, für Künstler auch, und dass das ja sowieso die Förderlogiken und die Frage, also jetzt gerade in diesen Zeiten, ist, ist sicherlich da nochmal besonders drauf zu gucken, weil die Arbeitsbedingungen werden ja nicht einfacher. Ne? Also, man, genau, man kann sagen, viele Preisausschreiben, also diese, diese Fördermöglichkeiten, die sind begrenzt auf Künstler und Künstlerinnen bis 35. Ja, die meisten, ja. Die meisten. Mm. Und ähm, wenn man diese Phase ist für Künstlerinnen oft schwer einzuhalten. Also, das ist einfach sehr knapp. Es sei denn, man verzichtet tatsächlich ganz bewusst auf Familienplanung. Und ähm, ja, das, das finde ich ist einfach, da frage ich mich auch, wie viele Künstler haben es dann wirklich geschafft, mit 35 wirklich gut und stabil von der Kunst leben zu können? Das wäre sowieso die Frage, ob man diese ganze Preis- und Ausschreibungsgestaltung nicht ein bisschen weiterfasst. Aber ja, also äh, ich, ich finde eben, dass es tatsächlich diesen gabriele münter preis der ja schon so lange existiert und der eine gute Funktion hat, dass es den auf jeden Fall wiedergeben sollte. Äh, ff, liebe Claudia Roth, <laughs> ja, genau. <laughs> vielleicht kann, können Sie sich der Sache annehmen. Äh, das fände ich eine ne gute äh, Geschichte. Aber äh, es ist eben trotzdem auch noch mal so diese Frage, ähm, du hast das eben auch erzählt mit, mit der Frage so, wenn man jetzt auch nochmal drauf blickt, es gibt ja deutlich auch viele Galeristinnen oder Frauen auch, die in Galerien arbeiten, also muss man da auch mal so eine Statistik sich angucken, ich glaube, das ist auch ein Großteil, aber es bedeutet nicht automatisch, dass Frauen Frauen fördern und eben Frauen sammeln. Wobei auf der anderen Seite, ähm, das fand ich auch interessant, das habe ich jetzt auch äh, gelesen, dass es äh, anscheinend wir jetzt äh, die Dekade der, des weiblichen Reichtums erreicht haben, was auch die Investitionen, die Sammlerinnen machen angeht. Also finde ich auch eine ganz spannende ähm, Geschichte, dass äh, da anscheinend jetzt auch ähm, eben, weil das ist einfach auch ein Markt, ja. Die Frage heute weiß man ja gar nicht mehr die Aktien gehen in den Keller und so wenn man halt rich ist, ne? wo tut man sein Geld hin? Ähm, Kunst kaufen ist glaube ich äh, im Moment auch eine gute Anlagetechnik. Und ähm, da gibt es durchaus viel weibliche Energie. aber das heißt nicht, dass die automatisch Künstlerinnen sammeln. Müssen Sie das? Ist jetzt auch meine Frage. Wer das was, wo man sagt, ey Leute, Mädels, Frauen, seid solidarisch, ja, kauft Frauenkunst. Also ich glaube, ähm, das, das ist vielleicht nicht unbedingt so die Aufgabe, dass die jetzt, die sollen natürlich kaufen, was sie wollen. Aber sie haben jetzt eher die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Also das hat sich, glaube ich, schon verändert, dass Frauen einfach mehr Geld verdienen und selbstständiger sind und ähm, auch sagen, das gefällt mir und das kaufe ich mir. Also das kann ich jetzt als Künstlerin auch sagen, dass also auf jeden Fall mindestens 50 Prozent meiner, meiner Sammler auch weiblich sind. Und ähm, das ist ja schon mal positiv, weil sie sich das auch leisten können. Ja, und das war ja sicherlich im Laufe der Geschichte hat sich das schon verändert. Früher hatten Frauen dann oft gar kein Einkommen, kein eigenes oder ein viel sehr viel kleineres und nicht die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen, was jetzt an die Wand kommt, wenn es gekauft wird. Ja, also äh, das ist eben der eine äh, Aspekt, die die Sammlerinnen, ähm, der der ähm, Primärmarkt sozusagen, und dann gibt es ja eben dann die Frage ähm, der institutionellen äh, Repräsentationen, die Museen, ja? wenn wir da mal äh, auch noch mal hingucken. Jetzt haben wir tatsächlich hier in Köln, äh, wenn mich nicht alles täuscht, drei Häuser, glaube ich, ne, die von Frauen geführt werden, also das Museum für angewandte Kunst, das Museum für ostasiatische Kunst und das Rautenstrauch-Josten-Museum. Wo ist noch eine Frau? Ich glaube, das waren sie. Ja, genau, das äh, genau die äh, Frau Fischer im Käthe Kollwitz Museum. Ähm, wobei die ja, glaube ich, eher nicht so mit ja, Obwohl doch manchmal gibt es da auch noch ein, ein Käthe Kollwitz äh, Blatt, das äh, dann hinzugekauft wird. Aber so die Frage eben auch, wer wer wird da repräsentiert, wer wird ausgestellt? Ähm, jetzt auch in der Frage, welche, welchen Zugang auch zu diesen Institutionen haben Frauen tatsächlich gehabt. Und äh, da habe ich dann mal recherchiert, dass die erste Museumsdirektorin Deutschlands, wahrscheinlich sogar weltweit, ähm, im, im jener Stadtmuseum Hanna Stirnemann gewesen ist. Und da ist mir aber dann aufgefallen, Luise Strauß. Ernst, die erste Frau von Max Ernst, die hat tatsächlich auch mal, das war richards Museum geleitet, ähm, war zwar nur so eine Interimszeit und sie wurde dann leider ähm, ja auch ähm, 33 aus musste sie ja auch ähm, Köln verlassen. Ähm, aber das fand ich auch ganz interessant, wenn wir jetzt mal gucken, was für eine Geschichte haben wir hier tatsächlich in Köln und wie ist das eben auch mit der Kunstszene hier in Köln, die ja doch auch durchaus weiblich mitbestimmt wird. Es gibt viel auch die, ich glaube, die Europäische Kunsthalle, ne, das ist, glaube ich, auch eine ähm, Frau, ich weiß gar nicht, im Kunstverein im Moment. Wer den Kunstverein leitet, muss ich sagen, bin Harman, ich blank. glaube, ich. Also Mann. Mann. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das ist so, so ein bisschen auch meine Frage auch äh, für dich als, als Künstlerin. Du bist ja jetzt auch in, ähm, in eurem Kunstzentrum, in der Wachsfabrik. Also das ist nochmal eine andere Variante. Wie, wie kann man da eventuell eben auch dafür sorgen, dass... Ähm, Künstlerinnen repräsentiert werden, das, spielt das für euch eine Rolle? Da auch in der Frage, wen nehmt ihr da mit rein? Mit wem kooperiert ihr? Oder ist das völlig egal? Tja. Das ist ein gewachsenes Konstrukt, kann man sagen. Und ähm, man kann vielleicht, wenn man das Kunstzentrum so betrachtet, das ist ja jetzt über 40 Jahre existent, dann äh, war da schon eine Frau besonders herausragend, nämlich Mary Bauermeister. Ja. Das kann man schon sagen. Die war eigentlich jetzt ne, schon eine der, der richtig bekannten Künstlerinnen. Frau so Fluxus. Nach außen. Genau. <laughs> Und. Ähm, wenn ich jetzt meine Rolle zum Beispiel dort sehe, dann ist die auch sehr im Kommunikations-, im Organisationsbereich. Also ich habe mich da ziemlich eingesetzt, damit das ein funktionierendes Kunstzentrum nach draußen wieder ist. Und dann, wir haben uns auch ja eingesetzt, als die Räumungsklage anstand. Also wir hatten ja da richtig auch was zu stemmen in den letzten Jahren und haben das gut geschafft. Und da war meine weibliche Diplomatie, glaube ich, ganz gut gefragt. <laughs> und auch meine, meine Arbeitssamkeit. Also ich habe die Pressearbeit gemacht und das wird ja nicht bezahlt, also wie das so ist. Ne? Es muss ja wieder einer gefunden werden, der die Arbeit macht. Und ähm, da sind ja auch Frauen dann oft sehr bereit. Ja, das muss man auch sagen. Ähm, ansonsten haben wir da eine ganz gute Mischung. Also, wir sind da pari pari, glaube ich, ungefähr verteilt. Also, vertreten jetzt mit Ateliers und ähm, müsste ich jetzt nochmal genau nachdenken. Vielleicht ein kleiner Männerüberhang, was gut ist auch. Also, ähm, weil, ja, so in der Präsentation nach draußen ist es eigentlich ganz gut, wenn jetzt auch nicht der Frauenanteil zu groß wird. Das muss man sagen. In mhm. Künstlergruppen und so weiter, da, da sieht man ja immer, ne? Das ist dann sehr, sehr äh, frauenlastig und das, das ist dann auch eigentlich nicht gewünscht, auch nicht von den Frauen. Das ist eine, eine bessere Atmo Arbeitsatmosphäre, wenn man so eine Mischung hat. Also ich bin auch immer froh über meine männlichen Kollegen, die, ähm, die mir dann so ein paar technische Tipps geben und so weiter. Da bin ich auch immer sehr interessiert. Das ist, äh, macht auch Spaß, ne? mit Sowieso. Männern und Frauen zusammenzuarbeiten. Absolut. Also da bin ich äh, ganz offen. Allerdings, äh, wenn es darum geht, äh, was nach vorne zu bringen, dann ist da schon so ein kleines Frauenteam, was dann auch organisiert und macht und tut. Und äh, da sind die Frauen doch ganz gut am Start. Ja, aber ich meine, die Kölner Kunstszene an sich. Ähm, ich will noch mal ein, eine Sache erwähnen, die ich sehr lohnenswert finde, auch zum, zum Nachlesen. Und zwar ähm, gibt es ja hier in Köln das ZADiK. Das ist das Zentrum, auch äh, was dokumentiert, den Kunsthandel dokumentiert. Das ist jetzt an der Uni Köln auch angehangen und die haben im Moment so ein Forschungsprojekt, wo es äh, um Women in the Art Market geht. Also ganz spannend, ähm, da auch wirklich mal äh, reinzuschauen. Wir äh, haben den Link auch noch mal äh, in den Chat gestellt, dass man ähm, da mal sehen kann, da sind jetzt beispielsweise auch Beiträge über Peggy Guggenheim, über berühmte, bekannte Sammlerinnen, aber auch über Kunsthistorikerinnen, die es äh, interessant zu verfolgen gibt. Ähm, und ähm, das ist auch was, was hier an der Uni Köln passiert. Ne? Wir sind ja jetzt hier auch so ein bisschen vertreten ja unsere stadt köln und die frage was was äh, so äh, eben auch aus unserer perspektive hier so los ist und das finde ich es äh, ist, ist doch zusätzlich zu der tatsache dass es hier dieses netzwerk and she was like bam gibt kann man schon sagen ich meine wenn wir so in alten zeiten schwelgen in den 80ern als köln und new york waren die kunststädte da sind wir ein bisschen von entfernt aber dennoch ähm, wenn man das jetzt mal sieht gibt es hier sehr viel energie was was jetzt eben äh, auch in, in diese richtung frauen in der kunst im kunsthandel ähm, ähm, was da tatsächlich äh, eine rolle spielt und ähm, ich habe auch noch mal ähm, so ein bisschen revue passieren lassen ähm, Monika Sprüht, ja, die hat eben hier 1982 mit Künstlerinnen, die damals noch unbekannt waren, und jetzt lasst euch mal die Namen auf der Zunge zergehen: Rosemarie Trockel, Cindy Sherman, Barbara Kruger und Jenny Holzer angefangen. Ja. Also das äh, ne, war natürlich die glorreiche Zeit, als Köln wirklich äh, so ein Hotspot der Kunstszene gewesen ist. Ähm, aber äh, die hat eben ganz spezifisch auch Künstlerinnen äh, sich rausgesucht jetzt mittlerweile ist das Programm bei denen äh, sehr äh, gemischt aber äh, finde ich auch äh, mal erwähnenswert wenn wir jetzt noch mal so in die Kunstgeschichte gucken auch hier in Köln äh, pa passiert allerdings gab es in Köln oder gibt die die Galerienszene ist ja sehr eng und da gab es äh, auch den Max Hetzler der ähm, ja so glaube ich, um Kuppenberger rum und so weiter, diesen Kreis hatte. Und der ähm, hat 1985 mal gesagt, Galeristinnen sollten nur Künstlerinnen ausstellen, dann hören die nämlich von selber auf. Die Besten können dann Assistentinnen der Galeristen werden. Also wenn man das jetzt noch mal so sich, sich äh, vergegenwärtigt, das war damals schon auch, also das war, gehörte so zum provokanten guten Ton der Szene. Ne? So was könnte man heute, glaube ich, nicht mehr bringen. Wäre ne? ähm. <laughs> wer, wer, wer noch mal eine Frage, aber das, das, also Deswegen ist manchmal ganz interessant, nochmal zurückzugucken. Einerseits, was gab es hier alles, ne? was passierte, um dann zu überprüfen, sind wir da wirklich, sind wir da drüber hinweg? Ja? Kann man sowas, der, der würde heute natürlich einen Shitstorm kriegen. Also das, Na Gott sei Dank, ja. Oder? Ne? Also, äh, das, das kann man nicht mehr sagen. Aber das, das, das spiegelt natürlich, dass jemand auch, wie der Baselitz dann einfach so sagt, ne? Frauen machen leider nicht so gute Kunst. Ähm, das war damals, das, das ist so Smalltalk gewesen auf Eröffnungen und so weiter, ja. Ähm, da sind wir doch, glaube ich, äh, sehr viel weiter, aber es ist eben äh, doch die Frage, ähm, ja, wie gehen wir heute auch, was den Markt angeht? Was geht da noch mehr? Ähm, ja, diese Frage müssen Galeristinnen, Frauen ausstellen, braucht es in Museen auch eine Frauenquote? Ich glaube, das Museum Ludwig ist doch durchaus auch auf dem Weg. Also die versuchen eben immer wieder auch dort. Ähm, bestimmte Positionen auch aus äh, also bewusst nach vorne zu stellen auch Künstlerinnen ähm, auszustellen Joan Mitchell beispielsweise und und andere die also da kann man wirklich sagen nicht nicht sagen dass das äh, sehr männerdominiert ist auch wenn dass keine Frau leitet, aber das also da hat sich schon sehr viel geändert. Aber jetzt blicken wir noch mal auf die freie Szene. Wie würdest du das so beschreiben? Also ich meine, sind natürlich auch, wenn wir noch mal Mary Bauermeister angucken, ne, das ist ja auch so eine interessante Geschichte. Die ist ja jetzt auch ähm Weit über 80, ne? jetzt ja, sehr, 86, nee 84 oder so. mhm. sehr äh, gefeiert worden, auch in, in den letzten Jahren. Ähm, aber die war natürlich im Schatten von Stockhausen und Co. sehr gestanden. Ne? Ähm, hat ja auch lange gebraucht, um, sie da, um sich da so ein bisschen auch frei zu schwimmen. Ja, ich weiß es gar nicht. Ähm Sie war ja nicht so. Sie war natürlich klar. Stockhausen hat sie schon auch äh, gefördert in gewisser Weise, glaube ich. Ja, also es war auch ein Vorteil vielleicht, mit Stockhausen zusammen zu sein. Und es war schon so eine so eine Zeit auch, wo experimentiert wurde und so weiter. Sie hat ja dieses Buch geschrieben. Ne? Ähm, und ich äh, hänge am Triolengitter über diese diese Dreiecksbeziehung. Äh, also ich denke mal, äh, Mary Bauermeister ist wirklich äh, ja. Ein gutes Beispiel aber auch für eine Frau, die erstmal ins Ausland gehen musste, um hier irgendwie anerkannt zu werden. Also die ist ja in, glaube ich, nach New York und hat dort diese Fluxus-Szene dann, diese, diese ganzen Aufbauten, diese Theaterstücke gemacht und so weiter und ist dann, als sie zurückkam, eigentlich hier erst wirklich dann anerkannt worden und erfolgreich geworden. Insofern... Das wäre jetzt auch nochmal die Frage, was bedeutet es eigentlich, wenn, äh, wie wichtig ist es für Frauen auch rauszukommen aus ihrem Geburtsland, sag ich mal, rauszugehen und frei zu sein in der Welt sozusagen und da so wirklich, ähm, ähm, ja, auch eine darüber andere Rolle. einen anderen Weg zu bekommen, ja. genau einen anderen Weg zu gehen. Das. Ähm, das, das ist, wäre auch nochmal eine Frage, was, was könnte das vielleicht auch bringen? Ja. ja. Hm. Ist jetzt hier von, von Ihnen, von euch nochmal so eine Erkenntnis, was die Kölner Kunstszene angeht? Haben wir von draußen noch irgendwas? was an ähm, Bemerkungen reingekommen ist, dann würden wir zu unserem letzten Themenblock gehen, weil da sind wir nämlich jetzt eigentlich schon mit dem, was du angesprochen hast, dieses ähm, ne, festgelegt sein in der Rolle, ähm, sich befreien, in irgendeiner Art und Weise rausgehen, ähm, vielleicht da, wo man nicht eben in familiären Strukturen ist, wo man frei sein kann. Ähm, wo man vielleicht auch sagen kann, ich möchte mit meiner Kunst erfolgreich sein. Es ist ja so überhaupt die Frage. Ne? So als Frau stellt man sich vielleicht eher nicht so schnell hin und sagt, ich will Erfolg, sondern ich will vielleicht gemocht werden. Oder ist das ein Klischee? Böses Klischee. Ganz böse. Ja, <laughs> also ich. Ähm ich glaube, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich bin ja nur, ich bin eine Frau, auf jeden Fall, ich bin auch Künstlerin und äh, ich habe sicherlich ein bisschen gebraucht. Also, ähm, erstmal wollte ich bestimmt auch äh, Erwartungen erfüllen, die an mich gestellt wurden, von meinen Eltern, von der Gesellschaft und so weiter. Und das ist ein, ein Weg gewesen für mich, äh, dahin zu kommen, zu sagen, ich will auch erfolgreich sein. Und. Ähm, ich will davon also gut leben können und nicht nur äh, irgendwie rumkrebsen. Das ist das ist schon auch eine Entscheidung. Und ähm, ja, es gehört viel Selbstbewusstsein, es gehört auch viel Arbeit dazu. Also es ist auch einfach ein, ein Herausgehen, ein äh, sich trauen, mutig sein und so weiter. Und ich glaube schon, dass, dass äh, Frauen manchmal ähm, die Tendenz haben, sich äh, dann doch irgendwo zu verstecken, also oder nicht so selbstbewusst zu sagen, ja ich will jetzt diesen Auftritt haben, ich will jetzt den Wikipedia Eintritt äh, eintragen und so weiter. Also da muss ich auch noch dran arbeiten und ich habe immer gemerkt, wenn ich dann was gemacht habe, äh, einen Katalog oder irgendwas, dass mich das weiter nach vorne gebracht hat. Dieses, ähm, ich habe manchmal ich habe mal einen Künstlerkollegen bewundert der irgendwo hinkam und dann wirklich so die Brust rauswarf und sagte so hier ne? ich ne so und dann dachte ich ja toll ne das wäre ja echt peinlich und ne? das würdest du nicht machen ne und ich glaube schon so ein bisschen diese Erziehung dass man sich so vornehmen, äh, etwas im Hintergrund hält äh, das ist schon richtig tief verwurzelt und das ist ein Akt da rauszukommen und sich auch so dahinzustellen, zu sagen so ich hier ne? so das ähm, ja ähm, es gibt allerdings Frauen, die können das hervorragend ne die sind super da drin ne? also wenn ich jetzt äh, an mit denke die die hat es ja toll raus ne? also es gibt diese Frauen ne? die können sich super darstellen und die bewundere ich auch sehr dafür ja, also es ähm, gibt so wahrscheinlich, es sind es vieles Klischees, ne sind auch Generationenfrage wieder. Ich kann mich noch an so blöde Poesiealbumsprüche erinnern. Ne? Niemals wie die stolze Rose sein, immer schön bescheiden, wie das, äh, was war's, Falschen oder was? Ähm, äh, aber also eben diese Fragen, die... Tangieren ja auch einerseits die Harmoniefalle, ne, irgendwie nicht, nicht mal anecken und nicht mal irgendwie die Brust rausnehmen. Äh, die Frage auch der Konkurrenz äh, ist auch unter Frauen immer so eine schwierige Sache, ähm, die, die vielleicht dann auch ja mal ganz extrem ausbrechen kann, aber dann äh, vielleicht auch dazu führen kann, dass man denkt, nee, man möchte jetzt nicht jemand anderem den Platz wegnehmen oder was auch immer. Ähm, das, das sind vielleicht so Strategien, die, die bei ähm, ja, Künstlern vielleicht ein bisschen anders sind. Wobei ich auch glaube, dass männliche Künstler, dass die auch... Ich weiß nicht, es ist im Künstler an sich, ist das ja immer, glaube ich, ein großer Painpoint. Dieses ich muss mich verkaufen. Ne? Gibt vielleicht manche, die da, äh, sagen mal, mit, mit einem anderen Selbstbewusstsein rangehen, aber ich kenne auch Künstler, die die Probleme damit haben, zu sagen, irgendwie, ich latsche jetzt da in eine Galerie rein und knall da meine Mappe auf den Tisch und sag, stell mich aus. Ähm, das andere, was, was auch, was sehr oftmals so gesagt wird, ich habe das eben schon mal angesprochen, diese Boys Clubs, ne? Diese Frage so, ähm, ist das bei Frauen? Du hast eben auch davon berichtet, ihr, ihr unterstützt euch gegenseitig, aber es gibt auch so die Theorie, dass ähm, sagen wir, diese Männerbünde doch besser funktionieren als äh, bei Frauen, wo es dann mal mehr so Ausnahmekünstler gibt. Vielleicht auch ein Appell, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht das, ihr habt dann ein Modell und ihr schaut auch aufeinander, ne, zu sagen, macht das noch mehr, weil wir kennen alle Rotarier und weiß ich nicht was. Das ist äh, sehr gut eingeübt bei vielen äh, männlichen äh, Kollegen. Äh, das wird auch, glaube ich, so relativ früh schon in die und bei Frauen ist es vielleicht, wenn die sich treffen, dann ist immer direkt alles mögliche Thema, aber nicht hier kommen kannst du mich mal da unterbringen oder so. Ne? Also ich kann jetzt dazu sagen, dass ich tatsächlich selber in einem Unternehmerinnenkreis bin oder war eigentlich, hat er sich so ein bisschen aufgelöst, den eine Frau initiiert hatte in Rodenkirchen. Das war sehr lokal. Und die, genau der Gedanke, wir Frauen sollten auch selbstständige Frauen uns also ein Netzwerk aufbauen, wie Männer das ja eigentlich fast schon natürlich machen. Ja? Also die bauen das ne? mit Rotari und Lions Club und so weiter. Da gibt es ja auch die Bewegung, dass auch Frauen das machen. Aber es ist nicht so glaube ich, nicht so konsequent businessmäßig ausgerichtet. Und ähm, dieser Unternehmerinnenkreis, das hat schon dazu geführt, dass man äh, viele Kontakte gemacht hat und sich kennengelernt hat. Und das war ja auch gut, das übergreifend zu machen. Da waren Künstlerinnen drin, auch noch andere Künstlerinnen, aber auch ähm, andere Businessfrauen, also Zahnärztinnen mit eigener Praxis und so weiter und so fort. Das war schon eigentlich ein ganz guter Ansatz hat sich leider mit Corona gerade so etwas verflüchtigt. Ja, aber ich fand das schon auch recht positiv. Also, dass Frauen ja. das selber auch in die Hand nehmen und Netzwerke aufbauen. Und das auch nicht komisch finden, wenn man dann wirklich sagt, hier, ne, kannst du mich da mal und so, äh, also die, diese auch vielleicht so. Äh, wirklich das gezielt zu da so einen Plan zu verfolgen ohne dass man jetzt erstmal denkt ach nein das ist jetzt auch unangenehm und ich will die jetzt nicht fragen ob die mich da unterbringen kann und so und ich glaube dass das ist was was man durchaus ähm, auch noch ein bisschen forcieren kann. Es ist ja die Frage, so eben Frauen und, und, und Karriere. Da gibt es ja viel drumherum, auch was wir diskutieren könnten. Die Frage, wo ist die gläserne Decke, aber was ist auch in einem selber vielleicht drin, was hindert einen, da voranzuschreiten? Und da haben wir, glaube ich, heute jetzt auch so einige Themen gesammelt, ne, wo es also die Frage auch, ne, die gesellschaftliche Veränderung führt dazu, dass vielleicht mehr Künstlerinnen auch repräsentiert werden, auch in Museen und so weiter. Ähm, aber es ist dann vielleicht auch die Frage so ganz konkret im eigenen persönlichen, ähm, was kann man da tun oder wie, wie du jetzt sozusagen als Idee geraten hast sich auch zu, zu so einem Netzwerk zusammenzutun ähm, und da einfach zu sehen, dass man a die Themen voranbringt, die einen umtreiben und dass man auch wirklich guckt, ja, ich, man schafft es nur zusammen, auch wirklich da einen Schritt weiterzukommen. Ne? Und es ist ganz klar dann aus dieser ähm, Nische raus. Also ich meine, ich war jetzt bin jetzt seit lange schon selbstständig, aber ähm, auch ähm, nicht so im Hintergrund von einem Partner, also dem Mann so sozusagen vorzuschicken und sondern zu sagen, ich mache mein eigenes Netzwerk, meine eigene, äh, das finde ich schon ist ein vernünftiger Ansatz, den Frauen auch noch mehr leben sollten. In, also nicht nur auf die Kunst- und Kulturrichtung bezogen, aber natürlich da auch sicher. Ja, und auch sowas initiieren, also ähm bei mir ich, als Kunsthistorikerin selbstständig zu sein ist sowieso auch äh, nicht vorgesehen in, in der Branche. Ne? Man geht dann an irgendeine Institution und äh, wenn das eben nicht ist, dann ja, macht man Führung, macht man dies und macht man jenes. Aber ähm, auch da war jetzt tatsächlich für mich das Glück, dass ich dann die Möglichkeit hatte, eben auch äh, mit der kulturpolitischen Gesellschaft beispielsweise so äh, Web-Talks zu machen. Und so und es geht um Sichtbarkeit. Das ist ja auch eine ganz entscheidende Sache, dass man eben auch wirklich sich zeigt, ja, und wie du sagst, ne? so einfach auf der Bühne erscheint und ähm, sich, sich da präsentiert. Und ähm, je mehr Sichtbarkeit man eben hat, auch in anderen Zusammenhängen, ähm, desto mehr ähm, kann man auch für sich selber dann auch die Entwicklung mhm. sehen und äh, die Sichtbarkeit führt dann zu. Aufträgen und neuen Sachen, aber auch selber mal was initiieren, wie du gesagt hast, ruhig mal eben zu sagen, auch jetzt bei euch in der Wachsfabrik, ne? du, du übernimmst das mit, mit der Presse, dadurch hast du ja auch noch mal wahrscheinlich ganz andere Kreise, mit denen du dich, ne? deswegen haben wir uns kennengelernt, weil natürlich der Kölner Kulturrat, ne? man kennt dann äh, Jeannette Per Brünn, auch weil du eben so engagiert bist in dem Zusammenhang. Und das ist, glaube ich, also würde ich jetzt einfach auch so als, als eine Möglichkeit sehen, auch für Künstlerinnen, ne? sich, sich einfach auch mit anderen Sachen zu zeigen. Oder ähm, da. Also da bin ich irgendwie tatsächlich so reingerutscht. Also erstmal habe ich nur die Fleißarbeit gemacht und dann, und dann kam die Krise. Und dann kam natürlich äh, immer mehr Aufmerksamkeit und ähm, mit der Zeit baut man dann Kontakte auch zu Journalisten oder Journalistinnen auf und, ähm, und aus. Und das ist auch eine positive, das hat auch einen positiven Effekt für die eigene Bekanntheit natürlich. Das ist einfach so und das war gar nicht mein Fokus tatsächlich, aber es hat sich dann ähm, natürlicherweise irgendwie so ergeben und das ist ein, ein positiver ein positiver Effekt gewesen, dass man dann mal eingeladen wird ähm, vom WDR oder so für irgendwas, um da zu reden über eine gewisse Situation. Das ist natürlich auch gut und ähm, man muss sich da trauen und ich denke mal. Ähm, der Mut, der gehört sowieso im Leben immer dazu, sonst man, kommt man nicht weiter, egal ob weiblich oder männlich. Und auch Engagement. Engagement bringt natürlich auch immer eine Entwicklung. Und ähm, meine ähm, Philosophie im Leben ist auch, dass Krisen tatsächlich auch immer ganz gut sind für Entwicklung. Und da Frauen eigentlich sehr viele Herausforderungen haben, ähm, sehr viele Herausforderungen stemmen müssen. Das kann ich jetzt auch aus meinem Leben sagen, äh, hat man ja dann auch immer die große Chance, sich äh, zu entwickeln. <laughs> also, man kann das ja alles Wo positiv ich sehen. Ich das Gefühl <laughs> habe, wir haben das Maß an Krisen, es reicht jetzt mal. Im Moment oder? schon eigentlich, es ja. Reicht. ja. Aber das äh, ist natürlich eben. Ähm, wahrscheinlich auch, wenn man natürlich Künstlerin ist, muss man auch versuchen den Fokus zu behalten. Man muss ja dann leider auch immer liefern und Werke schaffen und sich da äh, dann äh, weiterentwickeln. Äh, wir stellen fest, dass es immer komplexer wird, dass es ähm, wahrscheinlich noch viele Dinge gäbe, die wir hier ansprechen können, aber ich würde eigentlich sagen, das passt jetzt so ganz rund an dieser Stelle auch noch mal am Ende so unsere persönlichen Geschichten noch mal kurz äh, in den Raum zu stellen und ähm, ich gebe gerne jetzt auch noch mal Feuer frei äh, für Gedanken, für Anregungen, die von euch, von Ihnen kommen, zu dem, was wir hier besprochen haben. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, Jeannette, für unser ping Danke und dir auch. Ich, ich würde gerne auch noch eine Einladung aussprechen Bitte. und äh, genau für den nächsten, nächsten Kunstsonntag im Kunstzentrum Wachsfabrik. Wir haben den auch ein bisschen unter den, den Schirm dieser aktuellen Situation gestellt und zeigen uns solidarisch mit den ukrainischen Künstlern. Mhm und Künstlerin und ähm, haben auch eine, ähm, eine Künstlerin, die jetzt Alexandria Nikitina, die ausstellt, bei Art Projekt vorne. Wir haben auch einen Künstler, einen ukrainischen, ich weiß den Namen gerade nicht, äh, Vita Dimitri, der in Atelier 12 ausstellt. <laughs> genau, es ist ein bisschen schwieriger Na, Wir sammeln auch und ähm, beleuchten unseren Turm und würden uns freuen, wenn da auch ein bisschen Aufmerksamkeit das Grundzentrum nochmal wieder wachsfabrik im kölner süden bekommt genau also haben wir doch noch mal schön an das angebunden was wir am anfang haben gibt es jetzt hier aus dem publikum noch irgendwas was durch den kopf geht bitte <laughs>